Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. April 2023. Dominik Freus, Markus Somm und Special Guest Thomas Bohrer, ehemaliger Diplomat, unter anderem lang Botschafter in Berlin, kennt sich aus in der grossen Weltpolitik. Jetzt ist er seit längeren Jahren Wirtschaftsberater. Er hat sich letztens exponiert mit einem sehr interessanten Artikel zur Neutralität. Über das wollen wir diskutieren. Aber zuerst, aus Aktualitätsgründen, gehen wir auf CS. Es war heute die Generalversammlung, die letzte Generalversammlung von der grosse schweizerische Kreditanstalt, 1856 gegründet, 2023 beerdigt. Thomas, was geht dir durch den Kopf, gefühlsmässig, aber auch mental? Wieder das furchtbar leid. Ich habe in jungen Jahren mal sogar für die Credit Suisse geschaffen und es war wirklich eine Institution in der Schweiz. Wir haben auch die Tausenden von Mitarbeitern leid, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, die gut geschafft haben. Es ist eigentlich eine Tragödie, die nicht passieren durfte. Jetzt, Dominik, sind noch wichtige Erkenntnisse von dieser Generalversammlung. Was ist eigentlich passiert? Ja, nicht wahnsinnig viel. Die grosse Kropflehrte, Aktionäre, die von Enteignung reden. Der Vergütungsbericht ist nur ganz knapp mit 50,06% angenommen worden. Das ist, ja, wie üblich, dann sagt man ein Zeichen oder eine symbolische Abstimmung. Andere Anträge sind alle abgelehnt worden. Der Verwaltungsrat setzt sich durch. Du hast es gerade schon mal erwähnt, Aktionärsdemokratie ist ein bisschen anders als normale politische Demokratie. Dann die grosse Klimadebatte, weil die Credit Suisse, der Verwaltungsrat, hat noch so eine Klimastrategie von der Credit Suisse vorgestellt. Das hat man, glaube ich, vor dieser Krise gemacht. So ein bisschen als letztes Aufbäumen von dieser Woke Credit Suisse. Natürlich der Klimaaktivisten, die da sind und extra Aktien gekauft haben und dabei Geld verloren haben, langt die Klimastrategie natürlich nicht. Aber sie ist auch die, ist angenommen worden mit 53%. Bis jetzt keine sonst grosse Sachen, die man müsste vermerken, aber ein strenger Tag für den Axel Lehmann, der da probiert hat, die Wogen ein bisschen zu besänftigen. Thomas, es gibt ja so zwei grosse Kritikpunkte an der letzte Tag von der CS. Ist die Kommunikation vom Bundesrat, Nationalbank, FINMA, aber auch von der Spitze von der UBS und von der CS. Das sagt dort die berühmte Pressekonferenz, das sei nicht so ideal gewesen. Aber das heute ist vor allem die Lösung. Ist es eigentlich aus deiner Sicht, ist es das die beste Lösung, die möglich war, dass die UBS übernimmt? Oder hätte der Staat sollen eingreifen mit einer Teilverstaatlichung? Was ist da deine Haltung? Also Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat ja gesagt, die Lösung sei alternativlos. Wenn ein Krisenmanager sagt, es hätte keine Alternative mehr gegeben, dann hätte er zu lange gewartet. Und meines Erachtens hat man vor Wochen oder wenigstens vor Tagen Alternativen gehabt. Ich habe mich bereits dazu geäussert. Ich habe gesagt, es wäre notwendig gewesen, dass der Herr Jordan von der Nationalbank und Frau Keller-Sutter vielleicht eine Woche vor dem entscheidenden Sonntag angestanden wäre oder sogar noch früher und gesagt hätte, wir stützen Credit Suisse, was es auch immer kostet, whatever it takes. Und damit wäre die breite Öffentlichkeit wär klar gewesen, dass man nicht gegen Credit Suisse kann spekulieren und dass Credit Suisse sicher ist. Damit hat man wahrscheinlich eine Lösung, die es jetzt weltweit Reputation kostet, wo Glaubwürdigkeit von der Schweiz leidet, wo wir rechtsstaatliche Grundsätze außer Kraft setzen, erspart bleiben. Wenn ich muss daran erinnern, dass man nicht nur Aktionär zum Teil jetzt leer ausgehen oder fast leer ausgehen, dass man so einen Aktionär tragen. Man tut auch Obligationär, vor allem die AT1-Obligationär, Geld verlieren, und zwar 16 Milliarden. Und das tut der Schweiz weltweit im AHC schaden. Dominik, du bist näher dran in Bern. Hast du das auch ein bisschen mitbekommen, wie das nachher in diesen dramatischen Tagen passiert ist? Deine Einschätzung, teilst du den Eindruck von Thomas oder wirst du das anders anschauen? Ich teile den Eindruck. Ich würde einfach sagen,
eine Woche vorher hat vielleicht nicht gelangt. Also ich weiss, dass wir da in Bern eigentlich schon letzten Herbst haben gewisse Leute, aber einfach nicht ganz oben, die Dramatik von dieser Situation von dieser Bank erkannt. Schon noch unter dem Vorgänger von der Karin Keller-Sutter. Ich glaube auch, man hat dann vielleicht noch mehr unternehmen können. Es ist vielleicht ein bisschen, man hat auch nicht dieser Bank nicht wollen reinpfuschen. Man hat das Gefühl, ja, das ist eine private Sache. Das ist an sich ja ein liberaler Grundsatz, aber am Schluss ist das dann eben gleich wieder gelandet auf dem Tisch eben von Thomas Jordan und der Karin Keller-Sutter. Und ich glaube, das muss man schon noch sich überlegen. Muss man vielleicht in einem anderen Fall, wo es um so viel Geld geht und wo so viele Zeichen ja im Nachhinein sagen alle, ja, die Kundengelder sind ja schon 2021 zurückgegangen und 2022 auch schon wieder. Also hat man nicht früher müssen vielleicht eben sagen, whatever it takes. Und das ist das Problem von systemrelevanten Banken, dass man sie dann, man hat sie faktisch als Staat, hat man sie an der Backe. Und das ist irgendwie immer der falsche Zeitpunkt zum Eingreifen. Was ich interessant finde, wenn ich jetzt sage, ich bin ja vor über 25 Jahren Chef Taskforce Schweiz Zweiter Weltkrieg. Mhm. Und am Anfang von dieser Auseinandersetzung 1996 hat man auch immer gemeint, in Bern, im Bundesrat, bei den Politikern, ja, die brillanten Banker, der Gut, der Studer, wie sie alle geheissen haben, die haben doch das im Griff, dass sie die sind im Weltwandel besser als wir und wir lassen die wachen. Und die bringen das sicherlich, das Problem können die lösen. Und es ist jetzt ein bisschen wieder gleich gewesen. Die Politik hat eigentlich zu spät eingegriffen, wahrscheinlich, wie sie gemeint haben, die gut zahlten und bestens ausgebildeten, brillanten Banker können das besser als wir. Das ist ja, bin ich anderer Meinung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man in Bern schon, also man hat ja jetzt die letzten Führungsspitzen von der CS alle erlebt. Das ist ja nicht mehr, das sind ja nicht mehr Leute gewesen wie ein Rainer Gut, wo man kann halten von ihm, was er will, aber er ist ein, doch ein, ja, ist ein anerkannter Bankier gewesen. Das ist ja bei denen, beim Axel Lehmann und beim Ulrich Körner. Lehmann ist gar kein Banker, sondern eher ein Versicherungsspezialisten. Uli Körner ist sicher ein guter Bankier, aber auch nicht ein CEO oder nicht bekannt gewesen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass man wirklich das Gefühl gehabt hätte, die Credit Suisse kann das, im Gegenteil. Und ich weiss auch aus relativ guter Quelle, dass die, also sie sind entrüstet eigentlich immer gewesen in Bern, dass die Credit Suisse so blind in das reingelaufen ist. Nein, ich würde es da eher noch ein bisschen die Nationalbank kritisieren. Ich glaube, dass der Thomas Jordan vom Typus her ein bisschen zu defensiv ist. Also ich glaube, wenn man 2008 anschaut, die Finanzkrise nach der Rettung von der UBS, bin nicht ein Fan von Philipp Hildebrand, aber ich muss sagen, dort glaube ich, hat Philipp Hildebrand das besser gemacht. Die Nationalbank hat viel schneller eigentlich den Lead übernommen, weil das muss von der Nationalbank kommen, so eine Verstaatlichung. Und das hätte die Nationalbank sollen prägen. Der Thomas Jordan ist nicht so der Typ. Also ich glaube, dort war eher der Fehler gewesen. Aber was mich jetzt zum anderen Gedanken bringt, Thomas, du hast eigentlich eine von der grössten Krisen erlebt, aussenpolitische Krisen von der Schweiz, nämlich die nachrichtenlosen Vermögen. Dort ist genau, wie du es gesagt hast, man ist dort auch ein bisschen zu spät gekommen. Ist die Schweiz grundsätzlich immer zu spät? Ist das der Witz von unserer Politik, dass wir halt immer zu spät sind? Unser Regierungssystem mit 7 gleichberechtigten Bundesrat ist nicht auf Führung angelegt. Der Schweizer hat nicht gerne Leadership, nicht gerne Führer. Und darum haben wir ja auch das amerikanische Verfassungssystem übernommen, mit dem Senat, Ständerat und dem Repräsentantenhaus Nationalrat und darüber, aber nicht der starke Präsident, sondern 7 kollektiv agierende Bundesräte. Und das hat man ja das letzte Mal kennengelernt in der Mediationsverfassung. Das hat man auch auf kantonaler Ebene, hat man auch 7 Regierungsräte alle gleichberechtigt. Und das führt halt dazu, dass die 7 immer, wenn ich so etwas buschikos pflegt sage oder überspitzt, zum Brand rennen, die 7 Feuerwehrkommandanten, dann lang darüber diskutieren, wie man den Brand löschen. Sie finden auch immer die richtige Lösung, aber erst nachdem das Haus abbrennt ist. In einer Krise mit der Führerschaft, und das haben die Schweizer nicht gern. Wir haben gern Machtbrechung.
Ja, ich bin einverstanden, aber Dominik, du hast ja auch schon einige Krisen jetzt im Bundesbären erlebt. Wie wäre deine Reaktion auf das? Siehst du das gleich oder würdest du das anders interpretieren? Nein, der Thomas Bohrer hat natürlich recht. In gewissen Situationen ist das ein Vorteil, weil man dann gewisse Fehler nicht macht, die andere Länder machen. Aber bei akuten Krisen bin ich schon bei ihm. Da wäre es eigentlich von Vorteil, wenn wir schneller können handeln. Jetzt da, das muss man dann schon noch, ich finde schon noch, das muss man untersuchen oder auch, ist vielleicht auch eine Aufgabe für uns Journalisten, herauszufinden, wer hat was, wenn gewusst, oder? Es gibt ja sehr einflussreiche Stimmen, die sagen, dass Credit Suisse selber noch am Höhepunkt von der Krise eigentlich nicht das Gefühl gehabt hat, dass die Bank, die sie verantwortet am Montagmorgen, also da, ich glaube, es wäre dann der 21. März gewesen, bankrott wäre. Und da muss ich sagen, gut, wenn Credit Suisse selber das nicht so gesehen hat, dann kannst du eigentlich dem Thomas Jordan und der Karin Keller-Sutter nicht unbedingt einen Vorwurf machen, oder? Die Frage ist ja dann, tust du dann intervenieren, wenn die Bank selber das überhaupt nicht so sieht, aufgrund von Daten und Fakten, die du vielleicht selber hast, oder wo ist der richtige Zeitpunkt zum Intervenieren? Und da, letztlich, gewisse Sachen kannst du auch machen als Bundesrätin oder der Vorgänger Ueli Maurer, Bundesrat. Du musst nicht immer im Bundesrat gehen. Du kannst auch mal die FINMA oder deine eigenen Leute, die über Too Big to Fail nachdenken, die kannst du auch mal etwas ausarbeiten lassen oder vorbehaltene Beschlüsse machen lassen, bevor du vielleicht ins Kollegium musst gehen und so deine Verantwortung eben gleich tragen. Das ist einfach die Frage, wer hat wenn was gewusst und wer hat wenn was angeordnet. Genau, also ich finde, das ist noch, vielleicht noch eine gewisse Relativierung, Thomas. Ich bin nicht ganz einverstanden. Oder sagen wir mal, ich bin schon einverstanden, es liegt auf der Hand. Aber das Lustige ist ja eigentlich gleich wieder, dass das System 1848 eingerichtet im Ganzen doch zwei Weltkriege überstanden hat, relativ gut überstanden hat. Also die meisten Krisen, wo andere Länder runtergegangen sind oder Revolutionen haben müssen erleben und so weiter, haben wir trotzdem unführbare System eben gut überlebt und vielleicht liegt es eben genau an dieser Kollektivführung, wo eben niemand kann richtig entscheiden, dass das vielleicht gar nicht auf die lange Sicht gesehen so ein riesen Nachteil ist. Aber wir wollen nicht länger darüber spekulieren, sondern eher wieder mal ans Gras denken, dass auch Bundesräte sich erholen müssen. Und da ist immer Schlafen, immer noch nach wie vor, ist unbestritten, dass Schlafen etwas bringt, trotz aller neumodischen Erkenntnisse, die wir sonst haben. Aber Schlafen ist immer noch da. In dem Sinn, kurzer Hinweis auf den Wert des Schlafen. Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch. Ja, wir haben es am Anfang gesagt, Thomas Bohrer, wirklich einer der bekanntesten, sicher kenntnisreichsten Diplomaten, die wir haben, hat selber in den 90er Jahren unsere Neutralität zerstört, sage ich das, um dich ein bisschen provozieren. Du hast jetzt wieder gesagt, Neutralität sei eigentlich überlebt. Könntest du ganz kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen, was da deine wichtigste Position ist? Ich habe mich ja seit 1989, seit dem Fall von der Berliner Mauer, schon vorher mit der Neutralität befasst und habe damals auch den Neutralitätsbericht vom Bundesrat verschrieben, 1993. Und ich habe ihnen auch gesagt, dass Neutralität nur so lange ein außenpolitisches Instrument soll bleiben. Ich betone, es ist kein Ziel von unserer Außenpolitik, es ist ein Mittel, als sie bessere als andere Mittel zur Verwirklichung von der nationalen Interessen zu dienen vermag. Sie ist also nicht unveränderbar. Das hat übrigens, habe ich abgeschrieben, der eidgenössische Tagsatzung, die das 1847 schon gesagt hat. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, durch den Ukraine-Krieg ist offensichtlich geworden, dass die Neutralität mit allen Funktionen, die sie für die Schweiz hat, überflüssig geworden ist, obsolet, dass sie sogar unsere Außenpolitik und die Wahrung von unseren Interessen schadet. Es ist also nicht etwas, was nützlich war, wie sie während Jahrhunderten war für die Schweiz, gebe ich zu, sondern sie schadet uns jetzt eher. Das ist meine These. Dominik, Republik, gleicher Meinung oder was meinst du?
Ja, teilweise. Also ich meine, ich in dem Artikel, ich tue ihn auch wieder da unten dran verlinken, dass alle das auch nachlesen können. Ich finde, vieles stimmt natürlich. Also die geopolitische Stabilisierungsfunktion ist sicher relativiert. Die militärische Sicherheitsfunktion von der Neutralität sowieso, weil wir umzingelt sind von der NATO. Die innere Friedensfunktion auch, schlicht und einfach, weil Deutschland und Frankreich nicht mehr aufeinander losgehen. Dienstleistungsfunktion, da finde ich halt, das gibt noch ziemlich viele gute Dienste, die kann man auch sonst machen, ich höre das Argument immer wieder, aber ich glaube, da spielt Neutralität noch eine Rolle. Aber dann, was halt nicht vorkommt, Herr Bohrer, ist die Identitätsfunktion, die Neutralität halt hat. Das fehlt mir in dem Artikel und ich glaube eben, es ist, Neutralität ist viel grösser als so ein bisschen die utilitaristische Sicht, wo man darauf haben kann. Sie ist mehr als das. Sie ist letztlich etwas, was uns Schweizerinnen und Schweizer ausmacht und wenn wir im Ausland unterwegs sind, ich meine, sie sind das mehr als ich, dann wird man immer wieder darauf angesprochen, dann gehört das zu dem Land und darum glaube ich, irgendwo durch ist der reine Nutzenüberlegung ein bisschen kurz gerichtet. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ich habe es gestern bei Bern einfach gesagt, man muss in dem Fall bei der Ukraine selbstverständlich, finde ich, den neutralitätsrechtlichen Rahmen so ausreizen, wie nur irgendwie möglich und darum finde ich die Debatten absolut dass man irgendwie nicht kann, Munition, die man vor x Jahren mal irgendwo hingeliefert hat, dass man die nicht kann in die Ukraine liefern. Heute, wegen dem blöden Kriegsmaterialgesetz, bräuchte das einen Entscheid vom Bundesrat. Ein Zuhörer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Darum ist dann plötzlich der Entscheid auch neutralitätsrechtlich relevant. Aber das hat sich das Parlament selber eingebracht. Sie haben recht. Der Altmeister von der Geschichtsschreiber über Neutralität, der Edgar Bonjour, hat schon gesagt, Neutralität ist ein nationaler Mythos von fast religiöser Weihe. Es ist für uns Schweizer ein Dogma, eine nationale Ideologie. Mhm. Aber ich glaube, und jeder Schweizer nimmt das auf mit der Muttermilch. Aber die wenigsten wissen, was ist eigentlich Neutralität überhaupt. Und ich sage ja jetzt, Neutralität nützt nur, wenn sie im Ausland glaubwürdig ist. Sie ist aber jetzt in diesem konkreten Konflikt, aber auch in anderen Konflikten nicht mehr glaubwürdig. Die Russen halten uns nicht für neutral. Und der Westen, wo wir den gleichen Wert mitteilen, sagen, genau, die sind ja gar nicht neutral. Die helfen indirekt den Russen, indem man keine Waffenexport zulöhnt oder in Drittländer, indem man also die Leopard 2 Panzer, die bei euch verschimmeln, nicht an Deutschland liefert. Und das ist eben meine Hauptsorge, dass die Neutralität mittlerweile uns schadet und dass wir die Diskussion jetzt anfangen müssen. Dass wahrscheinlich in einer Volksabstimmung jetzt Mehrheit von der Schweizer für Neutralität wäre, würde ich annehmen, aber ich glaube, wenn man einmal versucht, die Diskussion jetzt über einige Jahre zu führen, dann stellt man fest, Neutralität hilft uns nicht mehr. Gut, jetzt erstens mal, du hast es jetzt gerade am Schluss gesagt, das ist mal meiner Meinung nach das erste ganz grosse Problem. Die Diskussion, die du jetzt gesagt hast und erwähnt hast und wo du hoffst, dass die jetzt geführt wird, Entschuldigung, die führen wir seit 30 Jahren. Und wenn man die Umfragen anschaut, ist Neutralität für die Schweizer immer wichtiger geworden, trotz dieser Diskussion. Wir kennen alle die Leute, die immer wieder gesagt haben, Neutralität ist obsolet. Das sind die gleichen Leute, die unbedingt die EU haben wollen. Zu denen hast du nicht gehört, Thomas. Aber ich sage, das ist eine Diskussion, die uns lang führt und es hat nicht dazu geführt, dass die Schweizer bereit wären, die Neutralität aufzugeben. Das finde ich schon mal der erste Punkt. Es gibt einfach mal ein demokratisches Argument, wo einfach klar ist, solange dass der Stimmbürger, der Souverän, finden, wir sind neutral, hat sich der Bundesrat, hat sich das Parlament, hat sich der Staat daran zu halten. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich an deiner Position einfach nicht sehr überzeugend finde. Der Witz von der Neutralität ist natürlich, das ist ein Prinzip, das sehr langfristig wirkt und wo du auch nur langfristig kannst glaubwürdig vertreten. Und deshalb finde ich immer, wenn man so relativ kurzfristig reagiert, so wie du seinerzeit im Golfkrieg, so wie man seinerzeit auch wegen der EU relativ kurzfristig das Gefühl gehabt, ja, das tun wir jetzt zur Disposition stellen. Oder jetzt, wegen diesen lächerlichen Munitionsbegehren von Deutschland, die ganze Neutralität in Frage stellt, das finde ich sehr kurzsichtig. Wenn schon,
Wenn man schon die Neutralität beenden will und so weiter, dann sollte man so eine Diskussion führen und solche Entscheide machen, wenn nicht irgendwie das ganze Haus brennt, sondern wenn man wirklich Zeit hat, sich das zu überlegen. Aber wie gesagt, der Witz von der Neutralität, und wenn man, wir reden da gleich um, über ein Prinzip, wo 300, 400, 500 Jahre die Schweizer Aussenpolitik zu einem grossen Teil prägt hat. Nicht immer so sklavisch, wie das der Christoph Blocher darstellt. Deshalb, das ist meine Kritik am Christoph Blocher, dass er wirklich einen Fetisch macht aus der Neutralität. Neutralität hat man immer ein bisschen angepasst, wenn es nötig ist. Wir sind nicht Selbstmörder. Wir haben auch gewusst, dass wir bei den Grossmächten ab und zu schauen müssen. Aber dass man so ein altes Prinzip einfach so kurzsichtig auf den Kopf stellt, das finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich keine kluge Politik. Und wenn du sagst, Glaubwürdigkeit, ja, Glaubwürdigkeit ist jetzt zurzeit ein bisschen in Frage gestellt, eben weil wir ein paar Leute haben, auch vor allem im Parlament, die sagen, ja, jetzt müssen wir das alles anpassen, das Waffengesetz. Ich meine, die gleichen Leute, die das Kriegsmaterialexportgesetz noch so geprägt haben, finden jetzt wieder, das gilt nicht mehr. Die Glaubwürdigkeit ist deswegen angekratzt, aber grundsätzlich stimmt doch, was der Dominik sagt, Neutralität und Schweiz gehören ganz eng zusammen. Im Ausland wird das immer noch anerkannt. Das ist überall wichtig. Und ich glaube, langfristig, für die Interessen von dem Land, auch wirtschaftlich gesehen übrigens, ist es einfach gut, wenn es ein westliches Land gibt, das nicht verbunden ist mit der NATO, nicht verbunden ist sklavisch mit Amerika, das nicht verbunden ist mit der EU, sklavisch. Das ist für die ganze Welt. Ist das ein Vorteil? Mit wem soll denn China, wo soll denn China je noch irgendeinmal denn verhandeln mit den Amerikanern, wenn es mal zu einem Krieg kommt, wenn es kein einziges westliches Land mehr gibt, das eine gewisse Äquidistanz gehalten hat? Man sieht ja jetzt, dass Russland die Schweiz nicht braucht oder die Ukraine, um in Verhandlungen reinzukommen. Jetzt gibt es ganz andere Länder, die hier zur Verfügung stehen. Es braucht die Schweiz dafür nicht und unsere Zielsetzung ist nicht, dass wir unbedingt Frieden machen zwischen Ländern, die Krieg führen. Aber ich glaube, das Problem, das wir mit der Neutralität haben, ist, dass der Bundesrat, da gebe ich dir recht, über die letzten Jahrzehnte besser Riesenslalom fahren ist als der Rodematt, oder? Wir haben differenzielle Neutralität, aktive Neutralität, Friedensneutralität, rein militärische Neutralität, wir haben alles eigentlich gehabt. Darum ist sie natürlich auch nicht mehr glaubwürdig. Aber das Wichtigste für die Neutralität ist ja immer die dauernde bewaffnete Neutralität gesehen. Das heisst, Neutralität hat in dem von Krieg zerrissenen Westeuropa dazu geführt, dass wir nicht in den Weltkrieg und die Konflikte im 19. Jahrhundert hineingerissen werden. Jetzt ist es aber so, dass die Schweiz sich autonom gar nicht mehr richtig kann verteidigen gegen moderne Bedrohungsformen. Man sieht ja das bei der Beschaffung von Kampfflugzeugen, von anderen Abwehr, von Cruise Missiles etc. Das ist gar nicht möglich als einzelnes Land, sondern da braucht es eine Gemeinschaft oder eine Allianz mit den Nachbarn. Und das ist auch der Hauptgrund für mich, wieso dass ich die Neutralität jetzt hinterfrage. Militärisch ist sie nicht mehr nützlich. Wobei, Thomas, das finde ich kein gutes Argument, weil wir können durchaus mit der NATO oder auch mit anderen Ländern können wir militärische Übungen miteinander machen. Da bin ich völlig dafür. Und das ist jetzt teilweise vom Gesetz her noch nicht möglich. Das finde ich auch. Man muss das machen. Den modernen Krieg kannst du nicht mehr zwischen St. Margrethen und Genf üben. Also zum Beispiel ein Problem, das wir haben, wir haben gesehen, das sieht man in der Ukraine ganz brutal. Der moderne Krieg ist sehr häufig in besiedelten Gebieten. Das können wir in der Schweiz gar nicht mehr üben. Da wäre gut, wir könnten auf NATO-Übungsplätze mit NATO-Ländern das üben, habe ich gar kein Problem. Wir könnten auch vielleicht mit den Israelis Sachen üben. Wir könnten sogar vielleicht, ja, warum nicht mit den Chinesen üben, um die Neutralität zu wahren. Wir haben das immer ein bisschen gemacht. Also vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, teilweise ist das sogar sehr problematisch gewesen, haben sehr viele Schweizer, vor allem Deutsch-Schweizer Offiziere ein Jahr verbracht in Preußen, in Potsdam. Zum Beispiel der Sohn vom General Wille, der Ulrich Wille II, war auch in Potsdam gewesen, hat sogar noch eine Kompanie dort geführt, wenn es mir recht ist. Das ist eine lange Tradition. In den 20er Jahren sind viele Schweizer auf Paris an die Kriegsakademie gegangen. Das lässt sich schon vereinbaren mit der Neutralität, wenn man die bewaffnete Neutralität muss vorbereiten und muss üben. Das haben wir immer können.
Ich erinnere daran, dass wir sind schon neutral gewesen im 17. und 18. Jahrhundert, wo die Schweiz noch praktisch auf allen Schlachtfeldern von Europa mitgekämpft hat mit Solddienststruppen. Also das war damals auch vereinbar gewesen mit der Neutralität. Da kann man ein bisschen fantasievoller sein. Aber dass man das Prinzip Neutralität eben grundsätzlich in Frage stellt, finde ich einen riesen Fehler. Dominik? Ja, die Frage ist einfach, also die Thomas Bohrer sagt natürlich zu Recht, dass was nützt denn das Prinzip noch, oder? Ich glaube wirklich, dass der Nutzen möglicherweise, das kann auch wieder ändern. In der jetzigen Phase, in dem jetzigen Konflikt, ist der Nutzen mindestens im Moment klein. Ich bin nicht sicher, dass der klein bleiben wird, oder? Also ich meine, auch China, der Friedensplan, wo China jetzt da präsentiert hat, vielleicht läuft hinter der Kulisse etwas, wo wir alle nicht wissen, aber man hört ja nicht mehr so viel, was da läuft. Und weil ich glaube, im Moment ist der Konflikt gar nicht reif für Verhandlungen. Und zwar auf beiden Seiten. Da hat der Herr Fried Münkler ja darauf hingewiesen, dass natürlich sowohl in Russland wie in der Ukraine die entsprechenden Verantwortlichen jetzt nicht können verhandeln können, weil der Blutzoll ist derart hoch, dass die Bevölkerung in diesen Ländern sagt, hey, aber wenn man dann verhandelt, wieso haben wir denn vorher so viele Leute geopfert. Also Bedingungen, glaube ich, für Verhandlungen oder für einen Frieden sind gar nicht da und darum spielt die Schweiz natürlich gar keine Rolle. Das ist, muss aber nicht so bleiben. Es kann durchaus sein, dass ja plötzlich der Neutrale wieder gefragt ist. Also man kann mich naiv nennen. Ich glaube nicht daran, dass man grundsätzlich kann sagen, das hat keinen Wert mehr. Das glaube ich nicht ganz. Gut, ich würde sagen, wir tun die Diskussion abschließen und ganz kurz noch auf Deutschland überrudern, habe ich würde sagen, das ist auch völlig falsch. Über den Rhein. Das ist Hochdeutsch. Nein, ja, stimmt. Aber Dominik, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Michael Wolfson, ein sehr guter deutscher Historiker, hat in der Bild-Zeitung eine relativ brutale Kritik an der Angela Merkel vorgebracht. Um was geht's? Und dann nimmt mich natürlich Wunder, Thomas, was du sagst, wo lange in Berlin stationiert warst für die Schweizerische Eidgenossenschaft. Aber Dominik, zuerst, was ist Kritik von Wolfson? Ja, Angela Merkel soll ja einen Orden bekommen, nächste Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar ist das ein ganz spezieller Orden, wo erst der Konrad Adenauer und der Helmut Kohl bekommen haben, nämlich das Grosskreuz in besonderer Ausführung. Das gibt es eigentlich eben höchst selten. Und der Michael Wolfson, ich gebe zu, von mir sehr geschätzter Historiker, Professor an der Universität von der Bundeswehr in München. Ich war auch einmal bei ihm gewesen, als Disclaimer, habe 3 Stunden über Gott und die Welt geredet mit ihm. Er fragt in der Bild-Zeitung, und dafür verdient Merkel einen Orden für das Putin-Debakel, der Atomausstieg und Nord Stream. Und er tut dann das so ausführen und tut halt ein bisschen die Kritik, die man auch an anderen Orten schon können lesen konnte, zusammenfassen. Eben 2008 hat die Ukraine und Georgien wollen den NATO beitreten. Unter französischer und deutscher Regie, also Merkel und Steinmeier, hat man das blockiert. Prompt ist Russland in Georgien einmarschiert. Bis heute ist die Region ein Krisenherd. Februar 14, unmittelbar nach den Olympischen Spielen, ist der Herr Putin in die Krim einmarschiert. Es hat Protest gegeben und dann ein Vermittlungs-Minsker Abkommen. Sei eigentlich eine Belohnung für den Herr Putin. Und dann die zweite Belohnung. Die Russengas-Pipeline, wie es der Michael Wolfson sagt, Nord Stream 2, eine Art Auslieferungsabkommen für Deutschland an Putin. Und dann noch der Ausstieg aus der Atomkraft ab 2011 bringt er auch noch. Und wir schaffen das 2015. Es ist eine Generalabrechnung, aber ich finde auf ziemlich höherem Niveau. Und ich bin gespannt, was der Thomas Bohrer dazu meint. Ja, Thomas, du bist ja eben als Diplomat-Spezialist für Orden. Wir haben ja keine Orden in der Schweiz. Wie schätzt du das in, die Kritik? Kann man den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen in Aachen? Ich weiss, ja, genau. Das ist eigentlich der höchste Orden in der Schweiz. Das ist viel höher, genau. Orden und halt gegen die Verfassung verstoßen, weil Schweizer Diplomat auf keine fremden Orden annehmen. Spass beiseite. Ich teile die Kritik an der Frau Bundeskanzlerin Merkel. Ich könnte eins zu eins unterschreiben. Sie hat die Politik vom Kanzler Schröder in Bezug auf Russland nahtlos weitergeführt. Ich glaube, bis 2009 dürfen wir das machen. Ich kann auch zu denen
gehört, zu den vielen, die gehofft haben, wir können Russland zum europäischen Land machen, wir können die Kooperation zwischen Westeuropa und Russland friedlich fortsetzen und so Europa insgesamt stärker machen. Ich habe dann etwa so 2009, 2010 gemerkt, das ist leider nicht möglich. Andere, wie Frau Merkel, haben das nicht gemerkt, viele Deutsche nicht. Und wegen dem hat man die Gefahr Putin nicht erkannt, eigentlich nicht bis im Februar von letztem Jahr. Und das ist sicher die historische Schuld, die man der Frau Merkel in Geschichtsbüchern, wenn es denn noch Geschichtsbücher gibt, in 20, 30 Jahren, wird müssen reinschreiben. Noch vielleicht eine andere Frage, die ich auch störend finde. Der Bundespräsident heisst jetzt Steinmeier, er verleiht den Orden. Sie kommt den Orden über, weil der Bundespräsident das so entschieden hat. Aber er war früher noch der Außenminister von Ehren. Also, und sie hat ja, ich meine, Richtlinienkompetenz. Also, der Bundeskanzler, wenn er von einer anderen Partei ist, von der SPD, ist er ihr Untergebener gewesen. Ist das nicht auch ein bisschen komisch? Ist das nicht auch ein bisschen ein Geschmäckli oder habe ich da falsche Vorstellungen? Nein, das sehe ich jetzt nicht so. Er ist nicht nur ihr Außenminister gewesen und Vizekanzler. Er ist auch einmal im Kanzlerwahlkampf ihr Gegner gewesen, oder? Als Sozialdemokrat. Sogar, glaube ich, zweimal. Aber ich glaube, das ist nicht ein Geschmäckli. Es ist vielleicht so, dass jeder, der in Deutschland Kanzler gewesen ist, mehr als 8 oder 12 Jahre, das jetzt bekommt. Im Schröder wird man den Orden sicher nicht geben, wegen der Putin-Nähe. Ich halte auch nicht viel von so Orten. Das ist ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung. Was man natürlich feststellen muss in Deutschland ist, dass ganz allgemein keine grosse Kritik geübt wird an der Merkel oder an der Gegenseite. Die deutschen Medien haben in Bezug auf Russland versagt, sie haben in Bezug auf Corona versagt und sie versagen jetzt auch in Bezug auf eine kritische Würdigung von der Frau Merkel. Woher kommt man muss fast sagen, eine gewisse Russophilie, die dann konterkariert wird mit dem altbekannten deutschen Anti-Amerikanismus. Woher kommt das ständige Schauen auf Moskau? Also das kann der Markus besser erklären, aber das hat ja schon im Mittelalter angefangen mit der Katharina der Grossen, Peter der Grossen, hat man die engen Verbindungen immer gehabt zwischen Preußen und Russland. Man hat sich zwischen ihnen auch mal bekriegt, aber letztlich hat man da eine enge Verbindung gehabt. Und das ist wahrscheinlich dann halt im Ersten, Zweiten Weltkrieg, ist das so eine riesige Auseinandersetzung gekommen. Aber man hat das eigentlich immer gespürt, in Deutschland will man eigentlich Russland einbeziehen als engen Partner und umgekehrt. Ich glaube, zu meiner Zeit, als ich Botschafter gesehen bin, hat man natürlich auch darüber überlegt, wie man Russland kann brauchen kann, um wegen der Menschen, wegen der Bodenschätze, um in diesem Konkurrenzkampf global einerseits gegen China, aber auch gegen die USA können konkurrenzfähig sein. Und da hat man halt Augen zugemacht. Aber der Markus kann vielleicht historisch noch das besser erklären als ich. Ich glaube, das, was der Dominik anzieht, ist sicher ein wichtiges Thema, das Anti-Amerikanische. Oder? Dass Deutschland natürlich immer wieder, auch wenn es Amerika viel zu verdanken hat, ist das immer eine schwierige Beziehung gewesen, weil man ist eindeutig der Juniorpartner gewesen, man ist der gewesen, der den Krieg verloren hat gegen Amerika. Und wenn man hätte ein bisschen eine Balance schaffen in Europa, das Gegengewicht, das hat man ja dann auch gesehen im Zweiten Golfkrieg, wo Deutschland, das ist dann der Schröder damals gewesen und der Chirac, und sich mit Russland gegen Amerika gestellt haben. Ich meine, das muss man sich heute mal vorstellen. Das ist eigentlich unglaublich gewesen, was der Schröder und der Chirac dort gemacht haben. Es ist immer die Versuchung der Deutschen, dass sie gleich immer wieder so ein bisschen mit dem anti-westlichen Lager tun sie immer wieder ein bisschen flirten. Man sieht das auch in Beziehung zu China. Ist jetzt lange ein bisschen ambivalent gewesen. Mit Iran genau das Gleiche. Das ist ein bisschen eine deutsche Tradition. Man weiss nie so recht, sind wir jetzt wirklich beim Westen oder sind wir nicht ganz beim Westen. Aber vielleicht zum Abschluss wollte ich noch sagen, ich finde gleich, du hast das jetzt ein bisschen, Thomas, du hast das ein bisschen relativiert mit dem Orden und dem Geschmäckli und so weiter. Ich finde es unglaublich. Ich meine, das ist ja ein politischer Entscheid von Steinmeier. In der jetzigen Situation, wo eigentlich jeder weiss, dass Angela Merkel zu denen gehört,
wo man durchaus darf verantwortlich machen für den Krieg, weil sie hat eigentlich den Putin sehr lang fast bestärkt, er soll das machen, muss ich sagen, ist es schon unglaublich, dass der Bundespräsident im jetzigen Moment ihr so einen Orden gibt. Also muss ich sagen, das finde ich eigentlich eine Zumutung. Gut, das war es von Bern einfach. Heute mit dem Thomas Bohr, ehemaliger Diplomat, jetzt Wirtschaftsberater, ein guter, grosser Kenner von der schweizerischen Außenpolitik, aber natürlich eben auch zum Beispiel von Deutschland. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Am besten auf dem Podcast, den ihr uns gefunden habt. Könnt ihr uns bewerten, natürlich hoch bewerten. Das würde uns freuen. Wir sind morgen wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.